Wir machen heute gemeinsam aus nur einem Keksteig einen richtig schönen, großen, bunten Keksteller. Ich habe mir die Zutaten für den Basisteig schon vorbereitet. Das heißt, wir machen gemeinsam den Basisteig. Das ist so ein Ruckzuck-Mürbteig, geht echt schnell. Und den teilen wir uns dann schon gleich, portionieren wir uns in Teile. Und dann nehmen wir uns jedes Stückchen Teig her und verfeinern das dann noch. Als allererstes der Basisteig. Dazu kommt jetzt einmal das Mehl in die Schüssel. Danach die Butter. Und dann der Zucker. Und das Ganze lasse ich jetzt einfach einmal miteinander verkneten. Bei mir hat es sich jetzt schon gut miteinander verbunden. Den letzten Rest mache ich aber mit der Hand. Es wird dann so ein richtiger bröseliger sowas halt. Da dann einfach noch mit der Hand drüber gehen und dann verbindet sich das richtig schön. Der Teig ist bei mir jetzt fertig. Das geht relativ schnell, ihr merkt es dann. Er bleibt überhaupt nicht kleben. Und jetzt werde ich diese Kugel einfach mal so ein bisschen länglich ausrollen. Und dann teile ich mir das in 6 relativ gleich große Stücke. 6 Stücke nur aus dem Grund, wir haben ja 7 Sorten, aber die 7. Sorte, die ergibt sich dann eigentlich von einem Rest von einer der Sorten, aber das zeige ich euch dann alles später. Das heißt, ich teile es mir jetzt einmal in der Mitte und dann teile ich jedes Stück noch einmal durch 3. Ich werde euch unten auch noch ganz genau die Kapitel dann verlinken, falls euch nur eine Sorte interessiert, dass ihr euch das dann einfach so genauer anschauen könnt. Und jetzt kommt das einfach auf einen Teller, weil der Mürbteig muss jetzt nochmal richtig schön durchkühlen, damit man dann nachher gut verarbeiten können. Und genau so, mache jetzt noch ein bisschen Frischhaltefolie drüber und genau so kommt es jetzt einmal in den Kühlschrank. Bei mir jetzt mal so eine halbe Stunde und dann zeige ich euch gleich, wie ich die erste Sorte mache. Die erste Sorte, die ich jetzt machen werde, das sind Schoko-Mango-Sterne. Den ersten Teig habe ich mir geholt. Der ist natürlich jetzt schon richtig schön durchgekühlt. Den knete ich nochmal kurz ein bisschen weich. Und da kommt jetzt eine Kakaomischung dazu. Ich habe hier jetzt im Gläschen einen normalen Trinkkakao. Den werde ich mir mit ein bisschen Milch jetzt zu einer Paste rühren. Ihr könnt jetzt auch einen Backkakao nehmen. Nur da reduziert es bitte einfach die Menge. Macht die Hälfte von dem, was in meinem Rezept steht. Das Rezept findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut her, und das rührt ihr euch jetzt zu so einer, zu so einer Paste halt. Ne? Und das kommt da jetzt dazu. Das jetzt einfach miteinander verkneten und dann habt ihr einen schönen Schokoteig. Mein Teig hat sich jetzt gut verbunden miteinander und ihr seht, er ist jetzt richtig schön schokoladig. Ich habe mir da ein bisschen Mehl auf die Arbeitsplatte gestoppt, dass ich mir ein bisschen helfen kann, weil mit dem Kakao, es wird doch recht klebrig, aber keine Sorge, irgendwann einmal verbindet sich das dann schön. Und jetzt mache ich mir eine Kugel. Und jetzt werde ich den ersten Teig ausrollen. Auch dazu kommt wieder ein bisschen Mehl auf die Arbeitsplatte. Die Kugel darf drauf. Und jetzt einfach den Teig ausrollen. Macht euch immer ein bisschen Mehl drauf, sodass er nicht kleben bleibt. Ihr könnt euch da dann auch immer mit einer Winkelpalette helfen, indem ihr euch da einfach so drunter zieht. Dann löst sich auch alles gut. Ich habe jetzt meinen Teig so circa auf 1 bis 2 mm Höhe ausgerollt. Ein Backblech habe ich mir schon vorbereitet für die Kekse und 2 Keksausstecher. Ich mache jetzt Sterne draus. Ich habe jetzt hier einen größeren Keksausstecher und einen kleineren. Und so werde ich mir dann da den anderen noch rausholen. Das zeige ich euch gleich. Es gibt auch schon fertige Ausstecher oder andere Motive. Bitte nehmt, was ihr wollt, was euch gefällt. Und ich steche mir jetzt einfach mal den ersten Stern aus. Und dann darf der da schon rüber auf mein Backblech. Macht das natürlich schön platzsparend. Weil umso öfter ihr den Teig dann wieder zusammenknetet und umso mehr Mehl dazukommt, wird er halt trocken. Ich habe jetzt hier die Kekse draufgelegt. Ich möchte euch einen Trick zeigen. Oft hat man das ja, wenn man so Ausstechkekse macht mit einem Loch drin. Mir passiert das zumindest jedes Jahr oder fast jedes Jahr, ich habe ja immer eine große Menge, dass mir irgendwie immer mehr Deckeln oder mehr Unterseiten übrig bleiben und dann passen sie so nicht mehr zusammen. Und deswegen einen Trick, wenn man so eine überschaubare Menge hat. Ich habe jetzt hier die Kekse liegen, immer in 4er-Reihen und ich steche mir dann immer, ich habe jetzt hier die Unterseite und dann steche ich mir hier gleich passend den Deckel dazu aus. Und das mache ich auch am Blech, weil es ist doch eine recht filigrane Sache. Und dann habe ich hier gleich meinen Deckel und hier zusätzlich auch noch einen Stern. Ich habe ja erzählt, die 7. Sorte, die ergibt sich. Und das ist sie, die 7. Sorte. Das ist so die Reste der, nennen wir sie Butterkekse. Die haben wir hier in Schoko und die kommen dann auch noch in hell dazu. Und diese Kekse, die werden wir da jetzt einfach dann so mitbacken.
Und wenn ihr das am Backblech macht, dann werden euch diese Sterne auch schön und passen da noch ziemlich sicher auf die Unterseite drauf und verziehen sich nicht durch das Rüberheben, ne? So, das erste Blech habe ich jetzt fertig. Ich habe 8 Unterseiten, 8 Deckeln und so kommt das Ganze jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Heißluft. Auf keinen Fall länger wie 10 Minuten, da müsst ihr echt dabei bleiben, weil das ist so dünn, der ist super schnell fertig. Ich glaube fast, dass der nur 7 Minuten braucht. So, jetzt noch einen Tipp. Dadurch, dass er ja so ein filigranes Keksel ist mit diesem dünnen Rand, Mürbeteig muss halt immer schön kalt sein, damit er formstabil bleibt. Das heißt, ich gehe jetzt auf Nummer sicher und werde ihn mir jetzt noch einmal für 10 Minuten in den Kühlschrank stellen und dann kommt er in den vorgeheizten Backofen. Die Schokosternchen sind richtig gut durchgekühlt und ich sage euch, das hat sich gelohnt, dass ich sie noch in den Kühlschrank gegeben habe, weil sie wirklich die Form echt super gut behalten haben. Ich habe jetzt hier einen Einwegspritzbeutel, der kommt bei mir in ein hohes Gefäß rein. Meine Marmelade kommt dazu. Dann mache ich mal jetzt einen Knoten oben rein. Und jetzt werde ich mir hier aber noch die Kekse vorbereiten. Dazu drehe ich mir die Unterseiten um, sodass die nicht so schöne, die Backseite halt dort ist, wo die Marmelade hinkommt. Jetzt schneide ich mir das Spitzel ab vom Spritzer. Dadurch wieder einen echt großes Loch haben, muss man wirklich schauen, dass genügend Marmelade da auch drauf ist. Also ich gehe auch echt in die Spitzen rein. Sie sind gefüllt. Jetzt kommt der Deckel oben drauf. Und schaut euch das an, das ist so cool. Mit diesem Kontrast, mit diesem Farbkontrast schaut echt cool aus. So, die Kekse lasse ich jetzt noch schön durchziehen. Und hier haben wir dann natürlich auch gleich die 7. Sorte, diese kleinen Butterkekse, die einfach immer wieder bei so Ausstechkekse halt überbleiben. Die nächste Sorte, die ich mit euch mache, das sind Pistazien-Marzipan-Kekse. Ich habe schon meinen zweiten Mürbeteig hier bei mir und ich werde mir jetzt auch noch aus einem ganz normalen Stück Marzipan diesen Pistazien-Marzipan herstellen. Das heißt, ich habe Pistazien schon grob gehackt, ich möchte sie aber wirklich fein und das kriegt ihr am besten echt mit so einem Mixer hin. Wenn die dann gemahlen sind, dann kommt das Marzipan daher auf die Arbeitsplatte. Ich habe hier Staubzucker. Der wird da ein bisschen reingearbeitet und zusätzlich verwende ich ihn auch, dass mir nicht alles so an der Arbeitsplatte kleben bleibt. Da kommen jetzt die Pistazien dazu. Und das Ganze wird jetzt einfach nur miteinander verknetet. So lange, bis alles zusammenhält. Mein Marzipan ist fertig. Der darf jetzt aber noch ein bisschen in die Frischhaltefolie. Natürlich noch auf die Seite, weil vorher backe ich mir noch den unteren Keks. Ich habe mir auch so ein Drittel vom Zucker aufgehoben, später fürs Ausrollen dann für den Marzipan. Das kommt mal auf die Seite. Der zweite Mürbeteig. Ich habe da wieder ein bisschen Mehl. Kommt wieder auf die Arbeitsplatte. Und da gilt wieder das Gleiche. Tut es euch schön anmehlen und dann mit Gefühl ausrollen. Ich habe mir jetzt einen eckigen, so wellig-eckigen Keksausstecher ausgesucht. Und die steche ich mir jetzt auch die Kekse aus und mache das wieder so blattsparend wie möglich. Dann kommt am wenigsten Mehl in den Teig, wie schon gesagt. Ein Blech ist sich bei mir ausgegangen, also das wären richtig schöne Kekse. Die kommen jetzt auch in den Backofen. 8 bis 9 Minuten, sage ich euch dann aber gleich. Wenn die Kekse dann richtig ausgekühlt sind, machen wir weiter. Ich habe mir jetzt hier in dem Spritzbeutel schon ein bisschen Pistaziencreme abgefüllt. Ich werde mir jetzt die Kekse mit der unteren Seite, also mit der Backseite, da kommt so ein Tupfer Pistaziencreme drauf. Wenn ihr euch wundert, hier daneben im Topf schmilzt schon ein bisschen weiße Schokolade. Der nächste Schritt, das Pistazienmarzipan, das werde ich jetzt ausrollen mit dem Staubzucker. Ich habe mal schön dünn ausgerollt, so 1 bis 2 mm. Und jetzt mache ich es natürlich mit dem gleichen Keksausstecher. Hole ich mal jetzt die gleiche Form und die lege ich mir jetzt dann oben auf die auf die Pistaziencreme drauf. Das ist jetzt so ein schöner Abschluss. Ich habe mich jetzt doch nochmal umentschieden für eine dunkle Schokolade, weil da ist der Kontrast einfach besser. Die schmilzt gerade noch. Wenn die Deckel jetzt alle drauf sind, kommt dann nächste und auch der letzte Schritt für diese Kekse. Ich habe mir da ja jetzt die Schokolade schon geschmolzen. Ich
gebe mir da ein bisschen was in eine Schüssel und werde mir das dann nur so mit einem Löffel da so an einem Eck da so Streiferl machen. Das ist jetzt Geschmackssache, Optik, macht es, wie ihr es wollt. Ihr könnt es auch als Ganzes eindunken, wenn ihr die Schokolade wollt. Ich mache es jetzt so und das lasse ich dann, sobald ich es bei allen habe, auch noch einmal so eine halbe Stunde durchkühlen und dann geht es schon an die nächste Sorte. Der dritte Keks von den sieben, das werden kleine Zimtschnecken. Dazu habe ich mir auch wieder schon einen kalten Teig geholt. Mehl kommt wieder auf die Arbeitsplatte und den tun wir wieder ein bisschen weich kneten. Wenn der Teig dann wieder schön geschmeidig ist, dann zeige ich euch noch einen Trick für diese Zimtschnecken. Und zwar werdet ihr euch da eine Frischhaltefolie am besten auflegen und den Teig dann da ausrollen. Ihr tut es euch dann einfach wesentlich leichter, wenn ihr diese Teigrolle aufrollt. Dann bricht euch der Teig nicht so leicht und das funktioniert dann einfach besser. Da kommt der Teig drauf und da wird jetzt ausgerollt. Und noch ein bisschen Mehl drunter, dann geht es ein bisschen leichter. Der Teig hat bei mir circa 1 mm Höhe. Ich habe das jetzt ganz dünn versucht, weil es dann besser schmeckt. Ich habe hier jetzt zimmerwarme Butter und die werde ich mir jetzt so mit einer Winkelpalette auf den Teig drauf streichen. Dann habe ich mir vorbereitet eine Zucker-Zimt-Mischung. Das heißt, ich habe Kristallzucker in der Schüssel und das einfach nur mit einem gemahlenen Zimtpulver vermischt. Das Ganze streue ich dann mit den Fingern da drüber. Und wenn das dann ist, dann werden wir das jetzt aufrollen. Ich fange bei der schiereren Seite an, die so ein bisschen mehr zerfledert ist. Das ist bei mir jetzt in dem Fall oben. Und jetzt fange ich an und tue mir das mal so ein bisschen einknicken. Und jetzt rolle ich mir das so. Gemeinsam mit der Folie versuche ich es richtig schön straff zu machen. Rolle ich mir das auf. Und das Ganze kommt jetzt in den Tiefkühler bei mir. Aus dem Grund einfach nur, dass der Teig wieder schön fest wird. Und umso fester, umso leichter könnt ihr das dann nachher schön runterschneiden, sodass die Form noch halbwegs rund bleibt. So 10 Minuten schätze ich. Ich habe es jetzt doch ein bisschen länger. Also bei mir ist die Rolle richtig hart. Und jetzt schneide ich mir mal vorne das Spitzel weg. Umso härter, umso formstabiler bleiben sie natürlich. Ne? Und jetzt können wir mal sagen, circa einen halben Zentimeter dick schneide ich meine Ringel runter. Und die Kringel lege ich mir dann auf das Backblech drauf. Ganz normal so mit der Oberseite. Und die kommen jetzt natürlich auch in den vorgeheizten Backofen. Die lasse ich aber auf jeden Fall einmal 12 Minuten drin, sage ich dann aber noch die genaue Backzeit. Die Zimtschnecken sind jetzt gerade am Auskühlen und ich werde jetzt gleich mit euch den Zuckerguss machen. Ich habe hier 2 Esslöffel Staubzucker in der Schüssel drin und da kommt jetzt so ein Schlucki Wasser dazu. Das verrühre ich. Schaut, so ist die Konsistenz, also er bleibt noch schön flüssig. Und dann werde ich das jetzt einfach nur so drüber spritzen ein bisschen. Und jetzt dürfen die Zimtschnecken noch einmal schön durchtrocknen. Also der Zuckerguss, der wird dann schön so fest ein bisschen. Und da stelle ich ihn jetzt einfach noch an einen kühlen Ort. Wir sind bei der Nummer 4. Das werden jetzt richtig leckere Husan-Krapferl mit Bovidel gefüllt. Der Teig wird wieder geschmeidig geknetet. Und dann mache ich mir bei den Husan-Krapferl, entweder zupft ihr euch das jetzt einfach vom Teig runter. Ich mache das aber ganz gern anders. Ich teile mir den kurz und dann rolle ich mir den zu einer langen Wurst. Und dann schneide ich mir mit so einem normalen Messer einfach so Stückerl runter. Versuche sie alle relativ gleich groß zu halten. Und dann nehme ich mal die Kugel, also die Stücke, und mache sie zu Kugeln in meiner Handinnenfläche. Ich habe hier jetzt schon ein Backblech vorbereitet und da lege ich mir die Kugeln dann einfach alle mal drauf. Wenn ihr die alle fertig habt, dann nehmt euch, sucht euch einen Kochlöffel, so einen Soßenlöffel, irgend so etwas in der Art, was unten so einen runden, also bei mir ist es flach, aber was dann doch diese Form einfach hat. Und mit dem geht es dann her und dann drückt ihr euch in dieses Kugel so ein schönes Loch hinein. Nicht bis ganz am Boden runter, weil sonst habt ihr ein Loch. Also es soll schon so eine Mulde sein.
wo später dann was eingefüllt werden kann. Bei mir sind sie fertig. Das kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen wieder rein. Ich schätze 10 bis 12 Minuten. Wenn sie ausgekühlt sind, machen wir weiter. Als letzten Schritt jetzt bei den Husan-Krapfeln, sie sind da noch am Blech, noch lauwarm, werde ich sie jetzt füllen. Achtet darauf, dass was ihr euch einfüllt, dass das schon glatt gerührt ist, nicht zu bröckelig, weil dann drückt euch das unschön raus. Jetzt streife ich mir das runter. Vorne schneide ich mir dann das Spitzel ab und jetzt fülle ich mir meine Krapfeln und drücke mir da jetzt einfach so einen schönen Tupfer Bovidel drauf. So schauen sie jetzt bei mir aus, die fertigen Husan-Krapferl. Ich finde, dass dieser Kontrast echt mega gut rüberkommt, dieses Dunkle und das Helle. Die lasse ich jetzt aber noch ganz fertig auskühlen. Wir sind bei der Sorte Nummer 5. Ich habe meinen Teig wieder, den ich mir geschmeidig knete. Und jetzt mache ich mit euch Spitzbuben. So ganz klassisch. Ich finde, so ein klassischer Keks, der sollte auf so einem Keksteller ja auch nicht fehlen. Der Teig wird wieder ausgerollt. Ihr macht euch wieder das Mehl auf die Arbeitsplatte. So, und ich habe hier jetzt so klassische Formen von Spitzbuben oder halt einfach Ausstechkekse. Das heißt, ich habe die Unterseite und ich habe dann die Oberseite und da ist es jetzt bei mir ein Herz. Und da sieht man dann auch schön die Marmelade durch. Und ich steche es mal gleich aus, wieder so platzsparend wie möglich. Ich habe die erste Reihe aufgelegt und jetzt steche ich mir die zweite Reihe natürlich gleich wieder mit den Deckeln aus. Mein Blech ist voll, die kommen in den Backofen für ca. 8 Minuten. Für die Spitzbuben habe ich mir jetzt auch schon eine Himbeermarmelade in den Spritzsack eingefüllt. Und ich werde mir jetzt aber die Oberseite noch anzuckern. Die Unterseiten, die lege ich mal mit der nicht so schönen Seite nach oben hin. Und das schiebe ich mal so zusammen. Alles, was ich anzuckern möchte, habe ich jetzt beieinander. Und da gehen wir einfach drüber mit normalem Staubzucker. Und dann kommt schön in die Mitte so ein Kupfmarmelade. Und dann, ganz easy, nehmt euch einfach den Keks und drückt ihn euch dann auf die Marmelade drauf und schaut euch das an. Das schaut doch urschön aus, oder? Also das gehört wirklich echt mit Abstand zu meinen liebsten Keksen. So ganz klassisch. Der Keks schmeckt ja nach meinem Geschmack jetzt frisch noch nicht so gut, sondern den müsst ihr eine Nacht ziehen lassen und dann hat sich die Marmelade einfach so gut gesetzt und ist durchgezogen und dann schmeckt der so richtig gut. So, die lasse ich jetzt auch noch auf der Seite stehen. Bei der sechsten Sorte habe ich ihn mir jetzt schon weich geknetet. Der wird jetzt auch wieder ausgerollt. Da machen wir jetzt Zuckerkringel. Ich habe mir hier vorbereitet wieder runde Keksausstecher und wieder einen dazu. Das heißt, wir holen uns wieder was raus. Ich fange gleich einmal an und ich werde das wieder auf dem Backblech mir dann ausstechen. Wenn die Kekse am Blech drauf sind, komme ich wieder mit meinem kleinen und hole mir dann da in der Mitte das Keksal raus. Das ist dann wieder unsere siebte Sorte. Die ausgestochenen Kekse, die werde ich jetzt mit einem verquirlten Ei bepinseln. Da kriegen sie einfach schön Farbe und der Zucker hält natürlich besser drauf. Die bepinselten Kringel kriegen jetzt noch den Hagelzucker oben drüber. Die Kringel kommen jetzt für 10 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Die Kekse sind alle fertig. Ich finde, dass sie richtig, richtig gut ausschauen. So ganz unterschiedlich. Jeder für sich ist anders. Und trotzdem habt ihr im Prinzip nur einen Teig, einen Basisteig verwendet. Ich finde das echt cool so. Ich werde mir die Kekse jetzt alle mal da so auf einfach nur auf einen Teller schlichten. So, fertig ist er, der Keksteller. Ich finde ihn urschön. Ich möchte euch noch was sagen. Und zwar diese Zuckerkringeln. Schaut her, das ist ja urnett eigentlich. Also wenn ihr jetzt so ein Geschenk habt, ne, dann könntet ihr euch da jetzt so eine schöne Schleife drumherum machen. Und das zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ihr macht einen Punschsirup und dann tut eine Schleife dran, hängt das so an den Flaschenkopf oder als Christbaumschmuck, als essbaren. Ich finde das super süß. Und jetzt koste ich noch einen Keks. Ich werde diesen hier, die liebe ich ja. Ich liebe ja Marzipan und Pistazie ist auch sensationell. Hammermäßig schmeckt der.
Der ist knusprig, der ist cremig, der ist zart, der ist herb durch die Schokolade, der ist echt sensationell. Ich freue mich drauf, wenn ihr mir reinschreibt, welcher euer Favorit ist und wie euch das Video gefallen hat. Und natürlich auch, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, mich verlinkt auf Instagram, ein Abo da lasst und. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.